Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slowaka, hier geht's weiter mit Through the Darkest of Times. Und wir haben das Kapitel 2 beendet mit einem erfolgreichen Bombenanschlag auf das Olympische Stadion und dort auf die Freiheitsglocke und hoffen, dass das weltweit ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Wir haben viele Unterstützer dazu bekommen, auch dadurch nochmal, glaube ich, 40 sogar oder sowas. Und jetzt sind wir kurz vor Kapitel 3 und das starten wir jetzt. Hier haben wir die Roma und Sinti vorher fotografiert. Hier wurden Kinder mitgenommen. Niemand außerhalb des Lagers wusste, was hier an diesem Tag geschehen war. Niemand wollte es wissen. In Berlin ließ sich das neue Deutschland feiern, als wäre es ein Land wie jedes andere. Hitler log und die Welt wollte ihm glauben. ...1938 gaben Großbritannien und Frankreich den aggressiven Forderungen Deutschlands nach und ließen das Reich das Sudetenland annektieren. Bald darauf folgte Österreich. Als die Wehrmacht Polen überfiel, erklärten England und Frankreich Deutschland den Krieg. Eine entfesselte Wehrmacht verbreitete Mord und Vernichtung in ganz Europa. Die Nazis hielten ihre Versprechen. Und wir? Wir waren am Boden zerstört. Kapitel 3: Krieg. Sei Sand im Getriebe. Hitler machte seine Drohungen wahr und brachte Krieg nach Europa. Sudetenland, Österreich, Polen standen unter deutscher Kontrolle, als Großbritannien und Frankreich Deutschland den Krieg erklärten. Kurze Zeit später fällt auch Frankreich unter deutsche Kontrolle. Wir waren fassungslos, als sich der Faschismus in ganz Europa ausbreitete. Wir mussten versuchen, es aufzuhalten. Ah, es springt tatsächlich nach 41, also fast zwei Jahre nach Kriegsbeginn. Das heißt, auch Frankreich ist bereits besetzt. Kroatien tritt dem Drei-Mächte-Pakt bei. Venedig, der kroatische Premierminister Ante Pavelic, unterzeichnet den Beitritt Kroatiens zu einem Militärbündnis zwischen Italien, Japan und dem Deutschen Reich. Finnland verlässt den Völkerbund. Die finnische Regierung gibt bekannt, dass der Völkerbund dem Land keinen Nutzen mehr bringe und erklärt seinen Rückzug. Und die USA weist deutsche Botschafter aus. Die US-Regierung hat Deutschland aufgefordert, alle deutschen Botschaften in den USA zu schließen. Also Juni 41, das heißt also Überfall auf Polen ist passiert. Finnland-Feldzug müsste auch schon durch sein. Polen aufgeteilt zwischen Deutschland und der Sowjetunion durch den Ribbentrop-Pakt und Frankreich ebenfalls bereits besetzt und zweigeteilt bzw. halt halb von der französischen Vichy-Regierung übernommen oder geführt. Und wir sind jetzt hier, 41. Und fangen wieder von vorne an, die 20 Runden. Was heißt von vorne, aber trotzdem, was sind hier die großen Dinge, die hier am Rand sind, die vielleicht ein Ziel sein können? Es gibt eine sichere Überfahrt. Wir schauen mal rein überall. Also, wir können eine Sozialdemokratin kontaktieren, einen Freund treffen, hier einen Geschäftsmann, hier können wir Papier kaufen und hier Farbe. Alles andere ist erstmal ausgegraut. Hier gibt es eine sichere Überfahrt. Mark, einer unserer Kontakte, der im jüdischen Waisenhaus arbeitet, ist besorgt, dass das Regime plant, die Kinder des Waisenhauses zu deportieren. Wir werden gebeten, eine Gruppe jüdischer Kinder zu einem Treffpunkt an der Küste zu bringen, wo sie von einem Schiff abgeholt werden sollten. Da sind auch wieder alle Mitglieder dabei. Es benötigt eine Militäruniform und einen LKW tatsächlich. Auf jeden Fall ein gutes Ziel, hier jüdische Kinder vor dem sicheren Tod zu bewahren.
gefrorene Blitze, während andere Zielquellen zufolge entwickelt die Wehrmacht dort eine Wunderwaffe, um den Krieg zugunsten der Deutschen zu entscheiden, wir sollten die Anlage ausspionieren. Eine geheime Forschungseinrichtung der Wehrmacht ausspionieren und diese Informationen an den Secret Service liefern, damit die Air Force die Einrichtung zerstören kann. Auch hierfür brauchen wir eine Militärinformation und kritische Informationen, Militäruniform und kritische Informationen. Wobei diese Sonder, diese Spezialwaffe, die da entwickelt werden soll, das kann eigentlich nur die V1-Rakete sein oder sowas in der Richtung. Das hat jetzt keine großen, oder ein Düsenjäger, das hat aber kriegsmäßig in der geschichtlichen Zeit dann nie einen großen Einfluss gehabt. Da Hitler nicht fertig geworden ist mit den ganzen Spezialgeschichten. Die V1-Rakete gab es natürlich, es gab auch die V2-Rakete, aber zum Beispiel keine Atomwaffen wurden nicht mehr entwickelt. Und der Düsenjäger, der entwickelt wurde unter den Nationalsozialisten, der ist, glaube ich, nie zum Einsatz gekommen. Ich hoffe, dass ich hier keine falschen Informationen streue. Ich mache das alles jetzt hier. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgelesen, aber ich habe schon in der Vergangenheit doch einiges gelesen. So, ein weiteres Ziel wäre Stimme der Freiheit. Von Unterstützer Hubert Grenzig erfahren wir, dass wir das Hauptfunksignal außer Kraft setzen können, indem wir in den Berliner Funkturm einbrechen. In der Nacht des Wehrmacht-Wunschkonzerts in den Berliner Funkturm einbrechen und die Propaganda mit einer Botschaft des Widerstands übertönen. Auch dafür brauchen wir Militäruniform und kritische Informationen. Also das Einzige, was gut ist an der Sache, ist, dass wir hier ähnliche Voraussetzungen haben. Militäruniform brauchen wir immer. Hier brauchen wir einen LKW und bei den anderen beiden Sachen kritische Informationen. Wir haben außerdem hier nochmal einen Punkt, den wir verteilen können, wo ich sagen würde, der geht bei Wolf Kohl auf die Empathie. Aber ich mache an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Schnitt. Bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und den Schnitt habe ich deswegen gemacht, weil es das Ende einer sehr langen Aufnahmesession war. Und jetzt ist es eine Woche später und hier geht es jetzt weiter mit der Aufnahmesession. Ich bleibe aber dabei, dass ich glaube, Wolf Kohl die Empathie zu geben, auch wenn wir das gerade nicht checken können mit dem Geld sammeln. Aber ich glaube, er hat immer am besten Geld gesammelt. Ich glaube, das liegt unter anderem an der Empathie. Und das Einzige, was ich mir sonst vorstellen könnte, wäre die Geheimhaltung auch erhöhen, damit vielleicht dieser Verfolgungsgrad nicht immer so anspringt. Aber wie viele haben die anderen in Propaganda? 3 und 2. Na, das wäre auch nochmal eine Option. Das brauchen wir auch öfter. Dann geben wir ihm mal Propaganda mit dazu. Ja, machen wir das so. Gut, also Militäruniform, kritische Informationen und ein LKW, das sind die großen Aufgaben. Aber erstmal geht es wahrscheinlich hier darum, ja, Papier kaufen. Ich würde mich erstmal auf jeden Fall auf alle Treffen, die wir machen können, stürzen. Ein Geschäftsmann treffen, das kann Wolf Kohl machen, wobei er Kommunist ist, das ist doch negativ, oder? Ja, schauen wir mal, er hat sich zwar gemeldet, aber unser Bankmanager Jürgen Schmidt hat da, auch wenn die Vorbereitung nicht ganz so gut ist, glaube ich, bessere Chancen. Machen wir das mit Wolf Schmidt, einen Freund treffen, was haben wir hier noch? Eine Sozialdemokratin, das war es dann auch schon. Mit den Treffen. Eine Sozialdemokratin kontaktieren. Der Unterstützer Kurt Weinreb möchte uns eine ehemals aktive Sozialdemokratin in Tempelhof vorstellen, die möglicherweise bereit ist, den Widerstand zu unterstützen. So, hier wäre Arbeitergut, idealistisch und inspirierend. Das wäre dann zum Beispiel Georg Waldmann. Ja. Das sollte auch immer alleine möglich sein, denke ich mal. Und einen Freund treffen, das kann jetzt tatsächlich Wolf Kohl machen. Empathie und Propaganda. Gut. Naja, dann können wir auch
Papier kaufen zumindest. Zwei bis drei oder die machen das zusammen, dann haben wir viermal Papier. Das kann nicht schaden, würde ich sagen. Parolen haben wir bisher noch nie geschrieben an irgendwelche Wände, aber ja, erstmal Papier und dann schauen wir mal, ob wir da auch zukommen. Wir haben gerade, ich habe nochmal geguckt, also 120 hatten wir jetzt, kaufen wir für 20 Papier, 100 bleiben über. Wir haben auch drei Farbeimer schon, wir haben einen Knüppel und Zubehör, ein Paket mit Lebensmitteln und anderen Alltagsgütern, die jetzt rationiert sind und für die Untergetauchten kaum noch zugänglich sind. Okay. Also den Knüppel können wir natürlich mitnehmen irgendwohin wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt hier nochmal drauf gucken, das habe ich jetzt natürlich noch nicht geguckt, gucken wir vielleicht mal hier, wo es nicht ganz voll ist, was das bringen würde. Ja, die Gefahr steigt. Das ist das Einzige, was es momentan bringt. Insofern lassen wir das erstmal. Wahrscheinlich kann man dann, muss man nicht unbedingt wegrennen. Also, was ist das Problem? Ist natürlich, okay, hier der Freund, der ist, glaube ich, in Kreuzberg, aber in Tempelhof ist gerade auch verstärkte Wachmannschaft hier unterwegs. Aber gut, 20. Juni, wir starten unsere erste Woche. 10 Menschen unterstützen uns nur noch. Wir hatten doch durch den Bombenanschlag 44 bekommen. Das ist natürlich der Ärger daran, wenn man sowas Großes dann erst ganz am Ende schafft und dann quasi das Gefühl hat, tja, hat nichts gebracht, außer, dass man es weiter schafft bis zum nächsten Kapitel. So, 3 Mark haben sie gespendet, das ist auch nicht so viel. Richard Nix möchte Papier kaufen. Und den Text kennen wir letzten Endes. Das klappt gut und wir kriegen 4 Papierstapel dazu. Hm? Wolf Kohl trifft sich mit einer Freundin in Kreuzberg. Wir bieten ihr an, etwas zu unternehmen und sie stimmt begeistert zu. Plus einen Unterstützer. Jetzt geht's in das bewachte Gebiet hier zur Sozialdemokratin. Sie ist bereit, uns zu helfen, so gut sie kann. Sie kommt mit dazu, aber Georg glaubt, dass er gesehen wurde. Und in Wilmersdorf sprechen wir in einem Restaurant. Jürgen Schmidt spricht mit einem Geschäftsmann. Wir möchten wissen, wie der Mann die Situation jetzt beurteilt. Der Geschäftsmann ist entsetzt über das Hitler-Regime. Er bietet an, uns zu helfen und möchte uns einige seiner Mitarbeiter vorstellen, die wohl ähnlich denken. Auch da nur ein Unterstützer. Und jetzt geht's storymäßig weiter. Ich sitze auf einem bequemen Stuhl im Schatten eines alten Apfelbaums im Schrebergarten der Mannholz. Volker und Anne Mannhold decken den Tisch. Es gibt Kartoffelsalat, frisches Brot und Apfelkuchen. Kann ich behilflich sein? Danke, das ist nett von Ihnen, Georg, aber wir sind fast soweit, sagt Herr Mannhold. Wir kommen gleich. Der Tisch ist gedeckt, Volker stellt 2 Stühle neben mich und alle nehmen Platz. Na, wie gefällt Ihnen unser neues Paradies, fragt er und zeigt auf den Garten, der uns umgibt. Ach, ich befürchte, ich weiß schon, worum es geht. Es muss schwer gewesen sein, in Zeiten wie diesen ein so schönes Grundstück zu bekommen. Oder es ist wunderschön hier, wie sind sie an ihn rangekommen? Die werden wahrscheinlich hier jüdisches Eigentum sich angeeignet haben. Ich sag mal, es ist wunderschön hier. War nicht leicht, sagt Frau Mannhold. Jeder wünscht sich gerade einen Schrebergarten. Es gibt eine lange Warteliste, aber es hat uns geholfen. Aber es hat geholfen, dass wir Kinder haben und vor allem die Tatsache, dass Volker in der Wehrmacht dient. Ah, okay. Wann müssen Sie wieder an die Front? Volker trägt seine Wehrmachtsuniform. Es ist der einzige Hinweis darauf, dass wir uns im Krieg befinden. Morgen schon, sagt er. Der Urlaub ist viel zu schnell vorbei. Wo sind Sie stationiert? Sind Sie noch in Frankreich? Frage ich. Ich gehe nicht zurück nach Frankreich, sondern an einen geheimen Ort. Alle Fronturlaube wurden gestrichen, sagt Volker. Etwas ist im Gange. Scheint so, haben Sie eine Ahnung, was los ist? Darüber könnt ihr später reden, sagt Anne.
oder Anne, jetzt essen wir erst einmal. Elsbeth, Klaus, wascht eure Hände und nehmt Platz. Wir setzen uns gegenüber von Volker. Anne legt Würstchen, Kartoffelsalat und ein Stück frisches Brot auf jeden Teller. Klaus wischt sich die Hände an der Hose ab und gesellt sich zu uns. Danke, das sieht wirklich köstlich aus. Ich will noch ein Würstchen, sagt Klaus und hält seinen Teller hoch. Benimm dich. Das letzte Würstchen ist für unseren Gast. Warte, bis Herr Waldmann fertig ist, sagt Volker Mannhold. Aber ich habe jetzt Hunger, quengelt Klaus. Dann iss eben mehr Kartoffelsalat, sagt Anne. Oder noch eine Scheibe Brot. Wir können dem Kind das jetzt, ja, es wird uns wahrscheinlich als weich ausgelegt, aber ich finde, Klaus kann ruhig das letzte Würstchen haben. Seht ihr, sagt Klaus und schnappt sich schnell das letzte Würstchen. Wir können jetzt ein wenig ausruhen, sagt Anne, als unsere Teller leer sind. Gleich kommen die Gutmanns zu Kaffee und Kuchen. Sie sollten jeden Moment hier sein. Du hast die Juden eingeladen, fragt Klaus. Warum das denn? Weil sie unsere Nachbarn sind, sagt die Mutter. Deshalb. Jetzt geh und spiel im Garten, ich rufe dich, wenn es Kuchen gibt. Ich frage Volker, was hat es auf sich mit diesem geheimen Ort? Was ist in Frankreich los? Ja, dass es gegen Russland geht, ich weiß gar nicht, ob er das weiß. Wohin müssen Sie, frage ich, wo ist der geheime Ort? Ich habe doch schon gesagt, ich weiß es nicht, sagt Volker. Haben Sie nichts gehört, irgendwelche Hinweise, Gerüchte? Es gibt Gerüchte, sagt Volker Mannhold. Was sind das für Gerüchte? Einige sagen, wir werden in Russland einfallen. Hitler will einen Zwei-Fronten-Krieg führen? Einerseits ergibt es Sinn, es ist das, was er immer wollte. Hitler hasst Russland und die Russen. Andererseits haben Deutschland und Russland einen Nicht-Angriffsvertrag unterzeichnet. Entsprechen diese Gerüchte der Wahrheit, hieße dies, dass ein Krieg an zwei Fronten. Völliger Wahnsinn, wenn Sie mich fragen, sagt Volker. Was ich gerne wissen möchte, was ist denn in Frankreich los? Wie war die Lage in Frankreich, frage ich. Für die Wehrmacht ist es ein schönes Leben. Klar, es gibt den Widerstand, sicher. Es gibt immer noch eine Exilregierung und die Force Française Libre. Aber in den Augen der Wehrmacht ist Frankreich besiegt. Ohne Hilfe aus dem Ausland besteht keine Chance für den Widerstand. Aber Paris bleibt Paris, nicht wahr? Nun, die Stadt ist besetzt, es ist immer noch Paris, klar, aber es wimmelt von unseren Truppen, unserer Polizei, unserer Geheimpolizei. Ich erinnere mich an den schönen Tag in Paris im Sommer 36. Was bedeutet das für die Stadt? Clubs spielen die Musik, die die Deutschen hören wollen, Theater spielen die Theaterstücke, die die Deutschen sehen wollen und sogar die Bordelle, jetzt sieht seine Frau an, so habe ich gehört, fügt er hinzu. Sogar die Bordelle gehen auf die Wünsche der deutschen Besatzer ein. Ich verstehe. Ein Paar im Alter der Mannholz betritt den Garten, gefolgt von einem blassen, großgewachsenen Jungen, vielleicht 15 Jahre alt. Okay, wenn das jetzt die jüdischen Nachbarn sind, dann habe ich den Mannholz in dem Fall Unrecht getan. Ach, da sind die Gutmanns, sagt Volker. Setzen wir unser Gespräch später fort. Nur noch eine Frage. Bitte später, sagt Volker. Zum zweiten Mal setzen wir uns an den Tisch. Diesmal servieren Volker und Anne Apfelkuchen und Kaffee. Die Gutmanns haben einen süßen Honigkuchen mitgebracht. Bitte nehmen Sie ein Stück, sagt der Gutmann und reicht mir den Kuchen. Danke, das sieht sehr lecker aus. Anne schickt die Kinder zum Spielen in den Garten. Du kannst aufstehen, Elias. Geh mit Klaus spielen. Er ist ein netter Junge, du wirst sehen, sagt Frau Gutmann. Elias steht widerwillig auf und gesellt sich zu Klaus und Elsbeth. Trink mal noch ein bisschen Kaffee. Wie war die Fahrt? Fragt Volker. Gut, sagt Louis Gutmann. Es war nicht gut, widerspricht Paula Gutmann. Es war heiß, es war stickig und es hat ewig gedauert. Ich vermisse es wirklich, mit dem Auto zu fahren. Was soll's, sagt Louis. Wenigstens lassen Sie uns noch mit der Bahn fahren. Es wird nicht lange dauern und dann verbieten Sie uns auch das, sagt Paula. Sind wir uns schon mal begegnet? Wohnen Sie nicht uns gegenüber, frage ich. Ja, seit kurzem, sagt Anne, bevor einer der Gutmanns antworten kann. Louis und Volker haben früher beide als Buchhalter bei Schmied und Söhne gearbeitet. Wo haben Sie vorher gewohnt?
Wir hatten ein Haus in Steglitz von meiner Familie geerbt, aber nicht mehr, sagt Paula Gutmann. Falls Sie es noch nicht erraten haben, wir sind Juden. Wir mussten unser Haus 1938 verlassen und in eine sogenannte Judenwohnung ziehen. Es muss schwierig gewesen sein, ist gar kein Ausdruck, würde ich sagen. Wir haben ein schönes Zuhause gegen ein überfülltes Loch getauscht, damit einige Arier in unserem schönen Haus wohnen können. Ich bitte um Entschuldigung, sagt Louis Gutmann. Meine Frau neigt dazu, zu übertreiben. Uns geht es wirklich gut, aber über unsere Wohnung können wir auch nicht klagen. Es ist ein Rattenloch, sagt Paula. Was Sie ihnen angetan haben, ist nicht richtig. Nein, ist es nicht, sagt Paula. Mein Wutanfall tut mir leid. Ich weiß, dass es nicht Ihre Schuld ist. Aber es macht mich jeden Tag von Neuem wütend. Ich verstehe Sie, sagt Volker. Ich kann mir gut vorstellen, wie ich mich fühlen würde. Ich denke, ich wäre genauso sauer. Das ist eine Zumutung. Ich bin eher verängstigt als wütend, sagt Louis. Bisher hatten wir immer etwas, das sie uns wegnehmen konnten, aber jetzt ist nichts mehr übrig. Das Einzige, was sie uns noch nehmen können, ist unser Leben. Die Kinder brüllen sich an. Klaus schreit auf und kommt an den Tisch gerannt. Seine Nase blutet. Ja, wir können ja mal das Blut abwischen. Er wird uns schon erzählen, was passiert ist. Was ist passiert? Habt ihr euch gekloppt? Fragt Anne. Er hat mich geschlagen, sagt Klaus und zeigt auf Elias, der weiter weg hinter einem Baum steht. Stimmt das, Elsbeth? Die jüngere Schwester von Klaus ist ebenfalls an den Tisch gekommen. Sie nickt. Warum hat er dich geschlagen? Einfach so, ohne Grund. Er hat mich einfach geschlagen, ohne Grund. Ich habe nichts getan und dann hat er mich geschlagen. Stimmt das, Elsbeth? Das Mädchen schaut ihren Bruder an und dann ihre Mutter, ohne etwas zu sagen. Ja, das weiß ich doch nicht, deswegen schweige ich mal. Ich halte mich raus und lasse die Eltern mit der Situation fertig werden. Ich sage es euch, sagt Klaus. Er ist verrückt, er hat mich einfach so geschlagen. Ich habe Elsbeth gefragt, sagt Anne. Stimmt das, Elsbeth? Hat Elias Klaus wirklich grundlos geschlagen? Ja, das soll doch der Klaus mal selber... Naja, Elias würde ich gerne angucken. Der soll es mal erzählen. Ich gucke mal die Elsbeth an. Elsbeth schüttelt den Kopf. Halt den Mund, sonst wirst du es bereuen, schreit Klaus. Nein, das wird sie nicht. Sag uns die Wahrheit, Elsbeth. Was ist passiert? Klaus hat gesagt, dass Elias stinkt, sagt Elsbeth. Er hat gesagt, dass es eine Schande ist, dass sie in unserer Straße wohnen. Was hat er sonst noch gesagt? Er hat gesagt, Elias und seine Familie sind Ungeziefer und dass er, wenn er groß ist, der SS beitreten wird und Elias und seine ganze Familie töten wird. Was hast du gesagt? Volker tritt auf seinen Sohn zu und gibt ihm eine Ohrfeige. Er wendet sich an die Gutmanns. Es tut mir leid. Es tut mir sehr, sehr leid. Ich bitte Sie um Entschuldigung und versichere Ihnen, dass ich meinen Sohn nicht erzogen habe. Wir unterstützen ihn mal. Wir gehen, sagt Louis. Ich weiß, dass Sie es gut meinen, aber ich fürchte, wir können das nicht ertragen. Siehst du, sagt Klaus, habe ich euch ja gesagt, das sind Feiglinge. Das tun nur Juden. Ohne Vorwarnung ohrfeigt Volker seinen Sohn ein zweites Mal. Du hältst jetzt seinen Mund. Ich erkenne dich überhaupt nicht wieder, brüllt Volker Mannhold entsetzt. Na gut, jetzt müssen wir ihn auch nicht zusammenschlagen, sondern wir müssen mit ihm drüber reden, eigentlich. Es ist nicht seine Schuld, es ist die Propaganda. Er ist indoktriniert. Anne und Volker versuchen vergeblich, die Gutmanns zum Bleiben zu überreden. Nachdem die Familie den Garten verlassen hat, hören wir plötzlich ein lautes Summen vom Himmel. Ein Luftangriff? Aber es gab keine Warnung, sagt Anne. Wir schauen in den Himmel. Ich schaue hoch und sehe Hunderte, wenn nicht Tausende von Flugzeugen, die alle in die gleiche Richtung fliegen. Es gab keine Warnung, weil das unsere Flieger sind, sagt Volker. Wohin wollen die? Nach Osten, sagt Volker. Etwas ist im Gange, etwas Furchtbares. Ich bin offensichtlich jetzt ein Beamtentreffen. Das ist das Ende der Szene. 2 Moralpunkte verloren, 3 Unterstützer gewonnen. Und Deutschland überfällt die Sowjetunion. Ohne vorherige Kriegserklärung greift die deutsche Wehrmacht die UdSSR an und dringt weit auf sowjetisches Territorium vor.
Finnland erklärt der Sowjetunion ebenfalls den Krieg. Finnland erklärt der Sowjetunion den Krieg unter dem Vorwand, dass es von UdSSR-Truppen angegriffen worden sei. Und Ungarn erklärt ebenfalls den Krieg nach angeblichen Luftangriffen sowjetischer Flugzeuge auf Ungarn, erklärt die ungarische Regierung der UdSSR den Krieg. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß, sagt Richard Nix während unseres Treffens. Ich habe meinen Einberufungsbefehl erhalten. Ah, jetzt muss er... Tja, wirst du kämpfen? Warte, sagt er. Ich habe auch gute Nachrichten. Ich wurde einem Arzt vorgestellt, der Verständnis für meine Situation hat. Er hat bei mir eine Skoliose diagnostiziert und mit seiner offiziellen Notiz in meiner Akte und meiner angeblich krummen Wirbelsäule kann ich nicht kämpfen. Den Namen des Arztes hätte ich tatsächlich gerne. Wobei, wir könnten ihn in Gefahr bringen, aber ja, hätte ich gerne. Kann sein, dass wir ihn in Zukunft noch gebrauchen können, falls noch jemand seine Hilfe braucht, sage ich. Moral plus 5. So. Georg Waldmann, ein Verfolgungsgradpunkt dazu. Wir haben einige Optionen dazu bekommen. Unter anderem finden wir hier schon mal eine Wehrmachtsuniform. Dazu müssen wir, glaube ich, vorher Parolen auf Mauern schmieren. Also müssen wir doch Farbe kaufen. Das machen wir und das machen wir beim nächsten Mal. Hier gibt es auch einen Beamten, der uns kritische Informationen geben kann. Auch nicht schlecht. Okay, mit einem neuen Ziel vor Augen sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.